Beim Einfrieren von Pizzateig ist es besonders wichtig, dies gleich nach der Zubereitung zu tun. Es ist empfehlenswert, den Pizzateig in kleine Portionen zu unterteilen, so muss der Teig nicht im Ganzen aufgetaut werden. Danach muss er luftdicht verpackt werden. Hierfür eignen sich Gefrierbeutel oder Gefrierdosen. Wenn man größere Mengen an Pizzateig einfrieren möchte, ist es ratsam, die einzelnen Portionen durch Backpapier voneinander zu trennen. Zum Schluss wird das Ganze bei minus 18 Grad Celsius eingefroren. Pizzateig hält sich bis zu 3 Monate im Tiefkühler. Aufgetaut werden sollte er stets schonend. Hierfür lagert man ihn am besten über Nacht im Kühlschrank. Er kann dann am nächsten Tag gleich weiterverarbeitet werden.